Es ist Freitagabend hier in Tokio. Sie sehen, es ist schon dunkel. Naja, ein bisschen Restlicht ist hier immer. Das liegt einfach daran, dass die Stadt, naja, nahezu nie schläft. Hier ist es schon 23 Uhr mitten in der Nacht. Es ist immer noch schön warm. Es ist inzwischen ein laues Lüftchen. Alles sehr, sehr friedlich. Und man könnte meinen, was für ein toller Übergang ins Wochenende. Aber nein, ich habe eine Vermutung, was die Märkte angeht. Den US-Markt beispielsweise. Gucken Sie sich das mal ganz genau an, was da im Moment abgeht. Da ist richtig aus meiner Sicht Spannung da. Da ist sehr, sehr viel Dynamik da. Sehr, sehr viel, naja, ich sag mal, wie ein Flitzebogen, der sich da aufspannt. So habe ich es auch geschrieben heute im Trade des Tages. Gucken Sie sich da mal an, wie wir mit der Situation aktuell umgehen. Und das ist nicht nur bei den Aktienmärkten so, also beim Dow beispielsweise, sondern auch bei den Währungen und auch sehr stark bei den Commodities. Crude Oil sowieso und eigenartige Situation aktuell. Und bei den Rohstoffen wie Gold, also den Edelmetallen wie Gold und Silber beispielsweise, ein sehr uneinheitliches Bild. Die Marktteilnehmer wissen noch nicht so richtig, wohin mit ihrer Richtung. Es gibt keine klare Ansage von keiner der Seiten. Das finde ich immer eine sehr spannende Situation, die dazu mahnt, ein bisschen vorsichtiger zu sein. Also da mal ein wenig aufpassen, denn ich finde es immer besonders schön, wenn wir herauskristallisieren können, welche Seite die stärkere ist, wo der Prank abgeht, wie ich immer sage, wo man sagen kann, da ist Schmackes dahinter und was ist die unterlegene Seite. Dann stelle ich mich ja immer gerne zu denen, die ein bisschen stärker im Markt aktuell dastehen. So, das ist meine Idee, die ich beim Traden immer gerne habe. Deshalb ist ganz, ganz wichtig, heute mal drauf zu gucken, wie sieht es denn bei den Indizes aus. Das will ich jetzt an dieser Stelle gar nicht vorwegnehmen, sonst haben Sie keinen Spaß mehr am Lesen. Und ich rede mir hier den Mund fusselig, muss ja auch noch gleich los, denn ich bin gerade aus dem Büro erst raus, bin auf dem Heimweg. Also während ich unterwegs bin, können Sie mal in Ruhe lesen, was ich mir dazu für Gedanken gemacht habe, wie man mit der aktuellen Situation umgehen sollte. Falls Sie nichts schon gemacht haben, melden Sie sich an, Trade des Tages ist eh kostenfrei. Also Sie haben überhaupt da nichts zu verlieren, gar kein Problem das Ganze. Gucken Sie sich einfach mal an, wie wir an die Sache rangehen und freuen Sie sich zudem darauf, dass Montag Feiertag ist, zumindest mal in Deutschland. Möglicherweise müssen Sie nicht hin, ich schon. Also hier in Tokio kein Feiertag. Ich werde also auch da natürlich auch auf die Märkte gucken und ich werde da natürlich ebenfalls für Sie hier mit dem Trade des Tages meine Ideen da bringen. Ich kann mir vorstellen, Anfang der Woche, da ist eine Menge Schmackes auch nochmal drin. Also schauen wir uns mal an, wie es da aussieht. So, aber jetzt lasse ich Sie erstmal allein. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Ganz viele Grüße von meinem Team und dem Team natürlich von finanzmarktwelt.de. Ich freue mich jetzt auf ein schönes Wochenende und freue mich, wenn wir uns dann wiedersehen. Bis dahin, alles Gute.